Test, Test. Meine Herren, das ist jetzt natürlich wieder blöd gelaufen. Da hat mein OBS mal wieder die Soundtreiber rausgeworfen und ich rede hier vor mich hin und stelle gerade fest, dass ihr gar nichts hören könnt, weil der Sound halt einfach noch nicht läuft. Also ist schon wieder blöd gelaufen. Ein herzliches Willkommen. Hartmann, schön, dass du direkt von Anfang an so spontan wieder reinguckst. Ich fange einfach nochmal von vorne an und begrüße euch recht herzlich in Berlin. Ja, das ist er, der Flughafen. Berlin-Brandenburg, der neue, so wie er sich darstellt. Und ja, wir sind beim letzten Mal von München nach Berlin geflogen und da habe ich zum ersten Mal festgestellt, dass hier vorne auf jeden Fall Chaos auf der Bahn ist, wenn ich das hier vorne so richtig sehe. Da habe ich zum ersten Mal festgestellt, dass hier an diesem, ja, je nachdem wo Norden ist, nehmen wir mal an, da hinten ist vorne, dass hier auf der rechten Seite des Flughafens keine Jetways sind. Also das sind nochmal, keine Ahnung, wie viele Stands, die hier sind, die aber offensichtlich nur per Bus angefahren werden können. Und das hier habe ich abgezählt, das sind, meine ich, 25 Gangways oder Jetways oder wie auch immer man die nennen möchte. Und die gehen auf der anderen Seite natürlich nochmal weiter. Da hinten haben wir auch noch welche. Tja, und wir fliegen heute zum alten Hauptstadtflughafen nach Köln-Bonn. Na, denn früher, als Bonn noch die Bundeshauptstadt war, da war das hier natürlich ja noch nicht der Hauptstadtflughafen, aber in Köln-Bonn. Und jetzt fliegen wir vom neuen Hauptstadtflughafen zum alten, denn in Köln-Bonn gibt es natürlich auch noch ein Regierungsterminal. Ja, und das ist unsere gute alte Lufthansa A320. Hier in der Version von Phoenix Simulations, also die Study-Level-Version, könnte man schon fast sagen, also zumindest sagen die echten Piloten das, bin ja keiner. Und das Ding hier ist schon ziemlich gut, wenn man mal so möchte. Na, also hier kann man sogar in die Gepäckablage gucken. Jetzt müsste meine Kameraeinstellung hier ein bisschen, ja, geringer sein, also die Drohnengeschwindigkeit. Weiß gar nicht, warum das jetzt schon wieder so ist, wie es ist. Ja, okay. Da, jetzt kommen wir doch der Sache langsam entgegen. Das heißt, jetzt dürften wir auch langsam hier reinkommen. Wunderbar. Das heißt, jetzt können wir auch hier drin nochmal reingucken. Das ist natürlich auch nochmal der große Unterschied dann zum Phoenix, zum Fly-by-Wire Airbus, vor allem hier im Cockpit sieht es halt deutlich anders aus. Ne? Und da wollen wir jetzt auch direkt einsteigen, denn wir wollen ja nicht so viel Zeit verlieren, wir wollen ja in die Luft und fliegen. Die Vorbereitung dauert ja immer relativ lange. Also Flypad machen wir schon mal an. Dann habe ich mir immer noch nicht gemerkt. Ach komm, da. Immer noch nicht gemerkt, welche Taste es ist. STRG und 5, um hier nach oben zu kommen. Wir haben die externe Power, die ist available. Die nutzen wir, schalten sie direkt ein. Und ne, das ist der kleine Generator draußen, der so viel Krach macht. Jetzt warten wir kurz, dass es hochgeht. Ja, und alle anderen, die gerade reinschauen, ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr reinschaut. Wie gesagt, von Berlin nach Köln-Bonn heute bei Live-Wetter, aber nicht bei Live-Uhrzeit, natürlich. Also, es ist das Wetter von heute und wir sind so kurz vor 15 Uhr in Berlin, schien die Sonne und ja, ich bin mal gespannt, ob in Good Old Köln-Bonn auch die Sonne scheint. Machen wir die Batterien an, eine nach der anderen. Na, die Pumpen hier, die lassen wir nochmal aus, ganz kurz. Dann werden wir die Emergency Exits Lights armen. Ist natürlich immer ein Ding, was wichtig ist. Dann Non-Smoking, No Smoking geht an. Dann werden wir Crew Supply on machen. Also Crew Supply heißt ja immer, dass dort dann die Oxygen-Masken und so weiter freigegeben werden, auch für die Passagiere, wenn es denn dann soweit wäre. Na, aber erstmal ist die Crew natürlich wichtig. Und dann wollen wir uns um unsere Navigationsgeräte kümmern. Die gehen auch an. 1, 2 und 3. 3 ist immer in der Mitte. IR3 sehen wir auch hier. Und das ist auch der Unterschied, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber für die, die neu dabei sind, bei dem Phoenix Simulation, da geht erst noch das On-Bud on und das ist wohl im richtigen Flieger auch so. Und wenn das on ist, dann ist das schon mal eine schöne Sache. So, das können wir ein bisschen runterdrehen hier vorne. Wir brauchen auch noch nicht, ne, NAV-Logo können wir schon mal auf einschalten.
Und ja, den Rest lassen wir aus. Können natürlich noch mal ganz kurz gucken, ob alle Lichter funktionieren. Das ist der Fall. Und natürlich wollen wir auch ganz kurz gucken, ob unsere Feuerwarnung in Engine 1 funktioniert, ob sie in Engine 2 funktioniert und ob sie in der APU funktioniert. Jawohl, das ist der Fall. Dann machen wir die APU auch einfach erstmal an. Master Switch geht on, weil die brauchen wir ja gleich, wenn wir hier abgekoppelt werden und dann den Pushback machen. Dann drücken wir auf Start und jetzt dauert es eine kleine Weile, bis das Ganze losgeht. Prima, ich habe einen Flugplan erstellt und zwar in SimBrief natürlich. Da gucken wir mal ganz kurz rein. Tap to import from SimBrief. Ja. Über 60 Minuten entfernt, 130 Minuten hätten wir noch. Sogar 2 Stunden und 10 Minuten. Naja, also gut, das sind ja 130 Minuten. Dann lasst uns den Plan hier doch nochmal ändern. Dann gehen wir nämlich auf von mir aus 13. Machen wir mal. 13:30 Update. So, dann haben wir noch 29 Minuten. Das hört sich doch sehr gut an. Super, dann schauen wir uns das an. Wir sehen hier vorne natürlich auch noch mal die Wetterdaten. Sieht soweit gut aus. QNH ist 10:16. Da 10:13 Alternate haben wir natürlich auch. EHAM, wo auch immer das ist, müsste man noch mal gucken. Route, die haben wir hier auch noch mal eingetragen. Das sind unsere Punkte, die wir abfliegen werden. Insgesamt 294 nautische Meilen. Und dann sind wir hier am Anfang angekommen. Super. Also, die Jetway hängt hier schon. Das heißt, unsere Passagiere können gleich, sobald wir es freigeben, auch connecten. Ah, LPL. LPL-Fan. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du auch kurz reinschaust in den sehr spontanen Stream. Nachricht zurückgezogen. Jetzt habe ich nicht gesehen, was du geschrieben hast, aber wahrscheinlich wolltest du das auch nicht, sonst hättest du die Nachricht ja nicht zurückgezogen. Aber nichtsdestotrotz, herzlich willkommen. So, 105 Passagiere sind geplant. Wir haben derzeit Cargo Capacity planned. 4.954, noch nichts davon ist geladen. Zero Fuel Weight und so weiter. Das machen wir dann alles gleich. Denke, das wird soweit auch passen. Wir werden trotzdem jetzt ganz kurz erstmal hier in den Flightplan nochmal reingehen. Den natürlich auch ganz kurz noch reinladen. Das machen wir jetzt gleich bei Navigraph natürlich auch, um hier den aktuellen Flugplan drin zu haben. Und heute habe ich vor, mal keine Fehler zu machen. Zumindest nicht so viele Fehler wie beim letzten Mal. Aber man lernt ja immer nur dazu. Ne? So war es beim letzten Mal ja auch. Prima. Also gucken wir hier rein. Jetzt gehen wir kurz in unsere Init. Gucken hier natürlich rein. Request Init. Und werden ja, die Daten aus SimBrief übernehmen. Dann tragen wir noch die Flugnummer gleich ein. Das ist die deutsche Lufthansa 102. Das ist die Flugnummer. Kostindex sehen wir hier vorne. CI5 ist das. Also nehmen wir eine 5 und tragen sie hier vorne ein. Und Cruise Flight Level. Moin, moin, Jean-Claude. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du auch kurz reinguckst. Schönen Gruß zurück. Ja, und bis morgen soll das wahrscheinlich heißen, ne? Ich denke, das ist jetzt nur ein spontaner Hallo-Besuch gewesen. Aber schön, dass auch du kurz reinguckst. Wir sind in der Startvorbereitung jetzt von Berlin nach Köln-Bonn. So, was wollte ich gucken? Ach genau, die Flughöhe, Cruise Level. Da gehen wir auch natürlich ganz kurz hier rein. Gucken, hier steht es wieder, Flight Level, ne, unter Flight Log. Und dann gucken wir mal, wo denn das höchste Fluglevel erreicht wird. Hier bei 32.000. Ja, und das war es dann tatsächlich. 32.000, also Fluglevel 320. Tragen wir hier natürlich auch ein. Minus 41 Grad Temperatur haben wir also alles drin. Super, dann Zero Fuel Weight und Zero
Zero Fuel Weight CG, was auch immer nochmal das CG heißt. Irgendwo wusste ich das schon mal, was das genau bedeutet. Jetzt lasst mich aber trotzdem nochmal ganz kurz gucken. Wir haben schon eine Company Message. Und wir haben ja hier vorne... Na, erstmal nehmen wir jetzt die Company Message und akzeptieren sie. ATC.com drücken wir drauf, dann aufs AOC-Menü, Received Messages und dann haben wir den Loadsheet von 13.01 Uhr. Hier steht es nochmal alles drauf. Unsere Flugnummer, Datum, wir fliegen von Berlin nach Köln. Na, da steht es auch nochmal, das ist unsere Flugnummer, Sierra 320 November Uniform. Zero Fuel Weight ist 54734 und Max 61. Das dürfte sich mit dem hier eigentlich nicht wirklich unterscheiden. Jetzt gucke ich aber auch nochmal hier vorne rein, weil wir das da ja auch nochmal bei Mass and Balances hatten. Also hier nochmal ganz, ganz anders. Aber wir können jetzt schon mal anfangen, das Flugzeug zu laden. Machen wir wieder schnell. Und dann geht jetzt Boarding auch los, ne? Also, Gepäck wird eingeladen, der erste Passagier ist an Bord. Ich weiß gar nicht, war ich schon mal erster Passagier an Bord? I'm not sure. So, akzeptieren wir erstmal. Ist damit akzeptiert? Jetzt gucken wir in die Init, wie gesagt, nochmal rein. Und schauen uns gleich das Zero Fuel Weight nochmal an. Bei Data selbst... gucke ich auch nochmal rein. Ne, da braucht man eigentlich nichts. Performance wäre nochmal wichtig. Da schauen wir uns gleich um, wenn es dann soweit ist. Bei Program, wir sind Preflight. Da steht es auch nochmal DLH 102. Genau. Maximales Fluglevel optimal. Das ist 40.000, das glaube ich nicht. Ja, ist in Ordnung. Directory brauchen wir auch noch nicht reinzugucken. Und Flightplan gucken wir uns gleich an, wenn es dann soweit ist. Gut. Ah, Bob. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur. Ça va, ça va. Da kommen Sie alle quasi noch einmal vorbei. Spontan, so spät abends. Wunderbar. Schön, dass ihr alle reinguckt. Freut mich sehr. Ich hoffe, deine Verbindung hält ein bisschen was aus heute oder ist immer noch ganz schlecht bei dir im Hotel da in Good Old Holland. Bist du eigentlich in Holland oder in Niederlande? Also, ich meine jetzt von der Region her tatsächlich Holland oder irgendwo anders in den Niederlanden. So, Flight Init, das ist der Punkt, den ich auch noch gesucht habe. Das werden wir auch noch ganz kurz hier einfügen. Da haben wir es drin. Prima. Und... dann können wir uns das Wetter nochmal anfordern. Weather Request für EDDB. Ach, warte, können wir eigentlich auch EDDB-EDDK? Das müsste auch gehen, oder? Jawohl. Wunderbar. So, jetzt haben wir das angefordert und dürften es dann auch gleich bekommen. Super, dann bin ich jetzt mal gespannt. Also, Boarding läuft. 47 Personen sind bereits an Bord. Wir werden jetzt einmal, genau, ganz kurz auf den ATC schalten, also den Air Traffic Control, und werden uns unsere... ne, erst die ATIS holen, natürlich. Leichte Bewölkung auf 10.100 Fuß, Hauptwolkenuntergrenze auf 14.000 Fuß, bedeckt, Temperatur 22 Grad, QNH 30, wow. Das hatte ich noch nie, tatsächlich. 7 left and 7 right, das ist gut. Dann können wir uns jetzt mal die Freigabe holen, IFR-Freigabe anfordern. Lufthansa 1123 is cleared to Adenauer Airport as filed.
Take off runway 7 right climb and maintain 7,000 feet. Departure frequency is 125.8 squawk 0 tree 61. So, also ich habe schon mal gehört, auf 7000 Fuß soll es dann gleich gehen. Die Frequenz haben wir bekommen. Wir bestätigen die Freigabe. Wir starten von Piste 7 Romeo. Squawk 0361. Da schieben wir mal kurz rüber. 0361. Once you bereits im Rollins sind. Good day. Ja, prima. Machen wir, wenn wir bereits im Rollins sind. Also das finde ich wirklich ganz furchtbar, dieses auf Deutsch-Englische, diese Umsetzung da. Aber gut, irgendwas ist nun mal immer. Na, wir sind auch kurz davor, dass das Boarding abgeschlossen ist. Sehen wir hier eigentlich live die Plätze? Ne, da sehen wir nur die, die besetzt sind. Ne? Ist aber nicht schlimm. Ah, morgen geht's zurück nach Hause. Lange Autofahrt aus Good Old Holland nach Luxemburg. Ja, weiß gar nicht, wie weit ist das? So weit ist es da auch nicht, oder? Wie viel Stunden fährst du da? Oder wie viele Kilometer sind das ungefähr? Ah, Boarding complete. Herausragend. Dismiss. Ich denke, wir bewegen uns schon. Nein, tun wir nicht. Das ist nur die Jetway, die hier automatisch wegrollert. Übrigens auch herausragend, wie hier gerade die Notleiter aus dem Boden wieder dazukommt. Ja, aber Berlin-Brandenburg, der Flughafen, sieht schon mal ganz gut aus. Ja, und da ist unser Maschinchen. Also, alle sind an Bord, dann machen wir schon mal das Wesentliche. Wir schalten die Seatbelt Signs on. Und wir machen jetzt auch das Beacon Light an. Das heißt nämlich, dass wir kurz davor sind, loszulegen. Und ist für unsere Stewardessen und Stewards das Zeichen, dass sie die Türen schließen können. Das wünsche ich mir übrigens jetzt auch nochmal für den Phoenix A320, dass dann die dementsprechenden Ansagen hier auch kommen. Okay, so. Dann dürften wir gleich, denke ich, nochmal Company Messages bekommen. Da warten wir noch drauf. Jetzt lassen wir erst einmal die APU... Ne, jetzt machen wir erstmal die Pumpen hier alle an. Weil getankt ist ja jetzt. Und jetzt machen wir die APU an. Also APU Bleed machen wir jetzt on. Das heißt, die fährt jetzt auch hoch. Wenn wir hier auf APU gehen, dann sehen wir das jetzt auch, wie es hier langsam aber sicher nach oben geht. Da geht's los. 370, 75, 80, 85 und so weiter. Ihr seht, ich lerne dazu. Und dementsprechend können wir jetzt in den Abflugbereich übergehen. Sync Load Sheet Final haben wir nämlich hier. Und Sync Weather Daten Live haben wir hier auch. Wir starten von der 7 Right, haben wir ja gehört. Die Flaps werden auf 1 plus F gestellt. Toga 9, Anti-Ice Off, Packs Off. Das sind unsere Gewichte, die wir haben. Ja, und dann können wir jetzt... Ach, guck mal hier. Das ist für die Intersections. Das ist ja auch schon wieder spannend. Habe ich auch vorher noch nie reingeguckt. Wir wissen noch nicht genau, von welcher Intersection wir fliegen, oder? Wissen wir das schon? Warte. Was hat er gesagt? Wir gehen auf... Piste 7... Right. Ja, okay, wir wissen es noch nicht. Also, stellen wir mal auf Boden ein. 129.605. Rollfreigabe anfordern. Okay, Rollfreigabe bestätigen, das machen wir schon mal.
Also, da musst du schon für geboren sein oder lange damit gearbeitet haben, ne? Aber deswegen dauert die Ausbildung auch so lange, damit du es kannst. Die bei VATSIM, die können das ja auch so schnell und die, die das schon häufiger machen, die machen das halt auch schnell. Gut, also, wir werden auf jeden Fall von der 7 Ride fahren. Fliegen, abfliegen, so. Dann sollen wir die Startbahn 25 Left überqueren. Und dann auf M3AM1. Ich bin gespannt, ob ich das finde. Aber ja, wir können mal hier auf Intersection Data gucken. Gut, sagt mir gar nichts. Also machen wir es einfach wieder weg. Und freuen uns, dass wir das jetzt kalkulieren können. Mhm. Also, V1, VR und V2. 136, 140, 140. Das heißt, wir gehen jetzt auf Performance. 136, 140, 140. Da kommt's rein. Dann gucken wir hier vorne. 1 ab 0, 0. 1 ab. So, war da noch so ein. Ja, okay, fast. 1 Schrägstrich. Ab. Und dann kommt 0.0. Okay. Das lerne ich auch noch irgendwann auswendig. Kommt also hier hin. Hat er gleich einen Down 0.0 draus gemacht. 68 ist die Temperatur. Und wir haben hier eine 100. Also 1160, 1160, 1160. Das kommt hier rein und dann haben wir nochmal die 1160, übernehmen wir von hier oder übernehmen wir da rüber. 4,5 Stunden, wenn es gut geht, aber wir reisen über Antwerpen und Brüssel an, da ist bekanntlich sehr viel los. Ah ja, Amsterdam selbst fährt sich relativ gut. Ja, dann wünsche ich dir für morgen auf jeden Fall schon mal oder euch eine gute, gute Fahrt. Den Kindern hoffentlich hinten ein paar iPads an den Kopf stützen, sodass die ganz, ganz viel Serien gucken können und dir nicht so viel in den Rücken treten. Ne? So in der Art. So, und jetzt gehen wir nochmal auf den Flugplan und wählen jetzt das aus, was wir auswählen wollen. Nämlich, wir machen Departure von der 07 Right. So steht es da auch. Und wir fliegen über die Lodge 1 Zulu, wenn mich nicht alles täuscht. Da gucke ich aber noch mal ganz kurz in Navigraph rein. Jawohl, da steht's, Lodge 1 Zulu, die wählen wir jetzt also aus. Inserten das Ganze und sind happy. Also, hat sich abgedatet. Das heißt, wir können uns jetzt auch den Flugplan nochmal genau angucken. Haben wir hier und da sehen wir das auch schon. Gehen wir alle Flugpunkte durch. Warte, ich mache die Constraints eben nochmal an. Dann sehen wir nämlich da auch nochmal, was passiert oder auch nicht. Ja, und dann sind wir auch schon bei Kopak. Und das ist der Punkt, wo wir dann gleich die Daten für Köln noch eingeben müssen. Also, sieht gut aus. Ja, stellen wir mal auf 20, da sehen wir das Constraint hier, ja, über 600 und dann gibt es da gar nicht so viele Constraints. Ist das diese Kotzkurve, von der gesprochen wurde? Ich glaube schon, ne? Weil die so ein bisschen steiler geht. Ja, soll so sein, ist für mich in Ordnung. So, Navigraph, da wollten wir jetzt eben fix reingucken. EDW sind wir drin, Ground Charts, ich zoome mal einen Schritt rein. Airport. So, und da sehen wir auch, wo wir uns befinden. Das ist also sehr, sehr schön. Wir fliegen von der 07 Right. Hier müssen wir hin. Und jetzt mache ich nochmal dieses wunderschöne Konstrukt hier auf. So was gibt's bei euch nicht. Klassische Reisespiele gespielt und wenn nichts mehr hilft, muss mal Pause gemacht werden. Okay, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rot. Okay, es ist das rote Auto, was gerade an uns vorbeigefahren ist. So in der Art, ne? So kenne ich das noch von früher.
Und dann war es doch irgendwas anderes, was schon einen Kilometer weiter entfernt war und man nicht mehr sehen konnte. Also, gucken wir mal. Rollen wir das Pferd wieder von hinten auf. Ja? Oder ich probiere es zumindest, es zu zäumen. Und ja, dann gucken wir mal. Also hier ist die 07 Right. Da wollen wir hin. Über V2. V2, V2 wäre hier der Punkt. V2. Dann M7. M7. Wenn da hinten M8 ist. Ich ahne schon wieder Schlimmes. Ich ahne schon wieder Schlimmes von diesem wunderbaren Microsoft ATC. Also gucken wir nochmal. Ja. Hier ist V2. Da ist M8. Da drüben ist M2 und M1. Wir sollen die 25 Lima überqueren. Das wäre also hier hinten. Die Frage ist, gibt es hier noch einen Rollweg oder sollen wir jetzt einmal auf der Lima hier runterrollen, um dann dahin zu kommen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Es sei denn, ihr seht das anders. Also, wir können auch mal ganz kurz gemeinsam hier reinschauen. Und diejenigen, die es erst später sehen, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Also, wir rollen über die V2. V2 ist hier vorne. Dann über die M7, Start- und Landebahn 25 Lima überqueren. Hier ist M9. M7 wäre hier. Okay. Ich zeichne aus Jux und Dollerei mal diesen Weg ein. Ja? Dann geht es nämlich hier weiter auf diese Bahn. Und dann sollen wir bei M3, also hier, wieder drauf. Dann auf A, was auch immer A ist. A sehe ich hier gar nicht. Ach doch, hier, da ist A. Und dann sollen wir zu M1. Okay, also das ist der Weg, den uns die Bodenkontrolle vorgegeben hat. Ich möchte meinen, das ist Bullshit. Also ich möchte ja hier niemandem zu nahe treten, aber ich sage einfach mal, das ist Bullshit. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es ist Bullshit. Okay, nichtsdestotrotz werden wir das genauso tun. Wenn der Computer sagt, wir sollen das so machen, wer bin ich, die Bodenkontrolle hier zu hinterfragen? Ne? Also wer bin ich da schon? Gut, also wir sind soweit safe. Heißt Ground Services. Wir werden jetzt. Ne, Toggle Jetway brauchen wir nicht. Ja, der bleibt ja weg, Junge. Hier will auch keiner mehr aussteigen. Wir werden jetzt die External Unit ausschalten, also Ground Power Unit. Dann werden die Chocks and Cones entfernt. Dann gucken wir nochmal. Alle Türen sind geschlossen. Und dann werden wir uns jetzt den wieder nicht vorhandenen Schlepper besorgen. Ist in Ordnung. Wenn er wieder nicht vorhanden ist, dann ist er halt nicht vorhanden. Wir gucken mal ganz kurz raus, wie es denn da aussieht. Nicht, dass hier wieder einer langrollt, den wir gar nicht mögen und wollen. Sieht soweit gut aus. Also wieder rein ins Cockpit und dann fangen wir einfach an und sagen Start. Aha, warte, da kommt doch einer. Ich habe die Bremse nämlich noch drin. Vielleicht schafft er es ja jetzt mal, sich hier zu connecten. Jetzt nehmen wir mal die Bremse raus. Ne, er schafft es nicht, sich zu connecten. Ja, das ist auch wieder, wie gesagt, sehr schade, dass das nicht so richtig funktioniert. Das würde ich mir anders wünschen. Aber irgendwie scheint es leider nicht so zu klappen, wie ich das gerne hätte. Ach, da ist er doch dran. Da ist er doch dran, der Junge. Verrückt. So, jetzt in die richtige Richtung. Jawohl. Ah, ein Ticken zu früh. Gehen wir nochmal auf gerade. Ja, der Schlepper ist neu. Der weiß noch nicht so richtig, wie das funktioniert. Ist ein zweiter Tag. Wollen wir ihm ja nicht ganz krumm nehmen, ne?
Ja, und so sieht das aus, wenn du im Cockpit sitzt und sagst, hallo, jetzt schieb mich mal bitte auf den Taxiway. So, gerade und stopp. Stopp. Geht die Bremse rein. Sehr gut. Einmal kurz durchgeschüttelt, unsere Passagiere. Aber das können die ab. Das schaffen die schon. So, und hier zoomen wir mal ein Stückchen rein. Warte, da muss ich jetzt das wieder so machen. Ja, und dann starten wir die Triebwerke. In altbewährter Manier. Ja, das war jetzt der falsche Knopf. Ist aber nicht schlimm. Oh, wie das knattert. Hört ihr das? Da hätte ich ja schon ein bisschen Angst, wenn das so knattert. Ja, und an der Stelle, alle, die gerade reinschauen, wenn euch der Stream gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen unterhalb des Videos nach oben da. Freue ich mich drüber. Und ja, vor allem schreibt auch sehr, sehr gerne im Chat selber. So, da geht's hoch. Na, also grafisch schon Bombe. So, available. Genau, jetzt geht's Triebwerk Nummer 2. Langsam aber sicher los. Ich mach das gerade mal ein bisschen lauter. Ja, könnte schon fast noch ein bisschen lauter sein, ne? Vom Sound her. Aber jetzt laufen sie beide. Sind beide quasi da. Na, sehen wir ja hier vorne. Also 58,7%. Es geht noch weiter nach oben. Hier ist er gleich im Normbereich. Jetzt ist es available. Hört sich für mich gut an. Super, dann lasst uns mal über Victor 2, Mike 7 über die Start- und Landebahn auf M3 gehen, um dann hier hinten irgendwo bei M1 rauszukommen. Also das ist schon ein bisschen lächerlich, muss man ganz klar so sagen. Aber okay, wer will es hinterfragen? Es ist ja alles nicht ganz einfach hier, auch mit der Programmierung und ja. Da machen wir die Lichter an. Seatbelt Signs sind ja schon on. Drücken wir einmal auf den Knopf, dass unsere Stewardessen auch wissen und Stewards, dass es jetzt losgeht. So, da kommen die Füße natürlich auf die Pedale. Und ich gebe mal ein bisschen Gas. Während wir natürlich die Flaps schon mal in die Position 1 plus F bringen können. Ja, und da rollen wir. Also auf zum Start. Leichte Unebenheiten hier, aber wir wollen natürlich auch noch den Brake-Check machen. Brakes funktionieren. Und da haben wir wieder die Säule vorm Gesicht. Das ist ein bisschen blöde tatsächlich, dass das so eingestellt ist. Aber gut, ich werde das. Ich habe neulich ein Video gesehen, dass man das auch noch alles selber programmieren kann. Werde ich mal angehen und mal gucken, auch das Ganze dann zu programmieren, sodass wir damit arbeiten können. Hier sehen wir unseren blauen Pfeil, unsere Eigenposition.
V2, V1 und wir wollen geradeaus Richtung M7. Ja, und demnächst kommt natürlich auch noch mal ein Video, was ich mir jetzt vorgenommen habe, weil ich selber danach gesucht habe. One, one, two, three sind, glaube ich, wir, weil er unsere... Hold position, Lufthansa, one, one, two, three. Unsere Flugnummer nicht übernommen hat. Ja, das ist wirklich super. Also es macht wirklich gar keinen Sinn, dass wir jetzt hier über den Exit, also wo er wahrscheinlich gleich rausrollen wird, da hinten kommt ja gerade einer. Ich gucke mal, ob wir da... Continue Taxi, ja, na klar. Nehmen wir mal die Zoom-Stufe da hinten hin. Und gucken einfach mal. Okay, also der Flieger, der gerade landen wollte, ist jetzt nicht mehr da. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich weiterrollen. Dann machen wir das auch. Geht die Parkbremse wieder raus. Wir geben ein bisschen Gas. Das geht natürlich nur wieder in der anderen. Genau, in dieser Darstellung geht das. Und auch das ist so ein Punkt. Den ich wieder nicht ganz verstehe. Warum rollt er denn jetzt nicht wieder los? Na, die Parkbremse ist nicht... Die Parkbremse ist gesetzt, oder? So. Jetzt aber. Es wäre so schön, wenn du jetzt losrollen würdest. Ja, jetzt tut das. Jetzt rollen wir wieder. Ja, und dann machen wir jetzt das, was er uns sagt. Wir rollen über die... Start- und Landebahn. Ja, das Blöde ist, dass in dieser Drohnenkamera man das Flugzeug nicht mehr steuern kann. Ja, das war früher, glaube ich, mal ein Ticken anders. Aber dann lasst uns das auch einfach mal ein bisschen schneller machen jetzt hier. Wenn wir schon hier über die Start- und Landebahn dahin sollen. Ich weiß ja nicht, ob hier vorne irgendwas gesperrt ist wegen Bauarbeiten oder sonst irgendwie. Es macht aus meiner Sicht bloß absolut gar keinen Sinn, jetzt über die Start- und Landebahn zu rollen. Dafür haben wir ja die Taxiways hier am Rande, ne? Aber in Ordnung. Dann rollen wir halt über die Start- und Landebahn. So, Ground Speed sind wir jetzt bei 27 Knoten. Ich gucke trotzdem nochmal nach draußen. Ja. Ist mal was anderes. Ja, und auch da sollen wir noch nicht raus, sondern erst da hinten. Schauen wir hier nochmal hin. Da bei Mike 3 sollen wir raus. Um dann hier hinten einmal rumzufahren und dann von da aus hier in diese Richtung zu starten. Ergibt das Sinn? Nein. Machen wir es trotzdem? Klar, wenn die Bodenkontrolle das sagt, dann machen wir das. So, das ist unsere Ausfahrt. Die nehmen wir jetzt ganz kurz. Jetzt können wir auch den Schub komplett rausnehmen.
Dann können wir auch noch mal ein bisschen abbremsen, um hier diese scharfe Kurve besser nehmen zu können. Na, da wird der Erste verliert seinen Tomatensaft schon auf seinem umklappbaren Tisch. Er dürfte jetzt nicht mehr ausgeteilt sein, wir rollen ja schon. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, why not? Auch tatsächlich eine sehr interessante Perspektive. Leider Gottes ist es so, dass die Kameraeinstellungen alle noch nicht so sind, wie ich sie haben möchte. Aber das werden wir noch machen. Das programmiere ich dann noch irgendwann, wenn ich mal wieder Zeit dafür habe und finde. Ja, wenn ich das richtig sehe, habe ich doch tatsächlich jetzt schon wieder 53 Minuten gebraucht, um zu starten, alles hochzufahren, einzuprogrammieren und dann zur Startfreigabe zu kommen. Also es dauert doch echt eine ganze Weile, bis es dann soweit ist. So, da haben wir M2. Jetzt gucken wir mal. M1 ist das hier oder ist M1 da vorne? Ja, kein Grund, komplett anzuhalten. Komm, Junge, du schaffst das. Bisschen Gas. So, und jetzt rufen wir den Tower und ja, erbitten die Start- und genau, Startfreigabe. Also wenig los in Berlin, wir können einfach drauf auf die Start- und Landebahn. Zero, seven, right. Ja, Wetter sieht soweit gut aus. Windsack hier vorne links nochmal im Bild. So, dann wollen wir die letzten Checks machen. Flaps sind gesetzt. Wir machen die Take-Off-Light an. Wir machen die Landing-Lights on. Wir machen APU-Bleed aus. Das brauchen wir nämlich jetzt nicht mehr. Dann checken wir nochmal unsere Crew. Dann drücken wir auf Turn. Der Take-Off-Config. Auto-Brake setzen wir noch auf Max. Haben wir gemacht damit. Und dann sind wir ready for Takeoff. Ready to rumble. Ja, würde ich sagen, geht's los. So, erstmal 50% hoch. Und los geht's.
Und ab in die Luft. Jawohl. Gear up. Nehmen wir nochmal einen Blick auf den Flughafen. Lufthansa 1123 Contact, Berlin Center on 125.8. Good day. Good day. So, da sind wir in der Luft. Going to 125.8 Lufthansa 1123. Na, 7000 Fuß sollen wir ungefähr halten. Jetzt fliegen wir erstmal ein Stück gerade, bevor wir da vorne gleich in die Kurve übergehen. Ja, und machen wir uns nichts vor, grafisch ist das schon eine wahre Pracht. So, dann wollen wir Berlin Center natürlich auch noch ansprechen. Eigentlich dachte ich, ich hätte jetzt die 1 ausgewählt. Normalerweise ist das die 1. Hat er noch nicht gemacht. Jetzt aber. So, 29.97. So, und jetzt gehen wir in die sogenannte Kotzkurve. One, one, two, three, 17. Das stellen wir schon mal ein. Gleich, wenn wir den Autopiloten anmachen, dann sollte das laufen. Aber noch fliege ich händisch diese Kurve zumindest ab. Ja, wir sind schon relativ weit oben. Also 9000 Fuß haben wir schon erreicht. Auto Trust ist an. Wir gehen mal auf den Climb-Modus. Dann nehmen wir jetzt die scharfe Kurve. Hinter uns fliegt auch schon eine Maschine. Muss also von der 27 Left abgeflogen sein, weil hinter uns war ja keiner. So, und dann gehen die Flaps jetzt auch komplett rein. Ist, glaube ich, eh schon viel zu spät dafür. Aber jetzt kann es losgehen. Also, Autopilot geht on. Jetzt will er natürlich hier über GAG V1, GAGVI fliegen. Ja, da sind wir ein bisschen dran vorbei. Dann soll er das halt korrigieren. Überhaupt kein Problem. Ja, dann sind wir in der Luft. Ja, ein bisschen schade, dass er mal wieder die Live-Anzeige nicht anzeigt, obwohl er das eigentlich tun sollte. Aber er tut es einfach nicht.
Er tut es leider einfach nicht. Tja, werde ich mir doch nochmal eine andere Live-Anzeige organisieren müssen. Gibt ja auch deutlich bessere noch als die hier. Mal gucken, ich probiere das mal parallel. Ja, aber das ist es eigentlich. So, das Ding haben wir. Jetzt müsste ich das eigentlich nur noch hier richtig reinbringen. So, 17.000 Fuß, wir steigen. Also, das geht jetzt natürlich alles aus. Wing brauchten wir nicht. Beacon ist an. Seatbelt Signs gehen off. Ja, machen wir hier natürlich das noch mit an. Das habe ich wieder vergessen. Boah, das ist schon an. Das passt. Und jetzt gehen wir auf Flight Level 240. Und dann geht der... das Baro auf Standard. Baro... genau, das können wir auch aufräumen jetzt hier. Das brauchen wir nämlich jetzt an der Stelle erstmal nicht mehr. Können wir nämlich jetzt auf die Route gehen. Genau, und da sehen wir jetzt hier vorne auch unsere Route. Drücken wir auf Fly Now, dann sehen wir auch, wo wir derzeit sind. Ja, ist also noch ein kleines Stück. Und jetzt können wir das Ganze also wieder genießen. So, jetzt probiere ich das mal parallel mit einer neuen Anzeige. So, und jetzt müsste das zu sehen sein. Hoffe ich zumindest. Genau, da sieht man den OBS schon im Stream. Und jetzt müsste man auch gleich die Live-Anzeige sehen können. So, Floodlight können wir mal ausmachen. Das brauchen wir wirklich nicht. Integrate Light können wir ein bisschen runter setzen. Dann werden wir die Speed Brakes wieder reinsetzen. Ja, und dann gucken wir nochmal. Wir haben eine Company Message bekommen. Initialize Weights. Ja, das ist jetzt zu spät. So, Received Messages. Da, Weather. Und nochmal ein aktualisiertes Load Sheet. Moment, Moment, Moment.
Ja, alles schön und gut. Wir waren doch aber bei Received Messages. Climb and maintain flight level 320 Lufthansa 1123. Beaut. So, weather. Load sheet, ja, accept. Return. So, und jetzt hätte ich wirklich gerne nochmal weather. Ja, okay, ist out. Drucken kann man das ja auch nicht. Okay, dann ist das so. So, dann können wir das jetzt auch mal einen Ticken weiter nach vorne bringen. Wenn einer von euch weiß, wie ich das hier ausschneiden kann. Na, also gibt ja immer wieder Leute, die schaffen es irgendwie hier doppelt drauf zu drücken und dann haben die das als Anzeige, was man so hin und her schieben kann. Das wäre natürlich auch nochmal ganz nice to know. Hugo, hallo, grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Ja, du hast eine Frage. Was möchtest du denn wissen? So, das war jetzt vielleicht ein bisschen laut, aber es sieht schon echt nice aus. Du hast dir ein Paket gekauft, okay. Ja, okay. Also du hast dir quasi Flugzeuglackierung gekauft. Okay, Ugur, wenn du, also wenn ich dich richtig verstehe, hast du dir Liveries gekauft, also die Lackierung für die Flugzeuge. Jetzt ist die erste Frage, wo hast du die gekauft? Hast du die im Microsoft Flight Simulator im Store gekauft oder hast du die auf eine der anderen Seiten, keine Ahnung, wie die alle heißen, Flight Simto oder Sim Market oder sowas gekauft? Ah, nicht für A320. Sondern für welchen Flieger hast du dir die Liveries gekauft? Ah, im Shop vom Flight Simulator, okay. Für die 777. Okay. Dann ist es so, wenn du die... Gibt es mehrere Möglichkeiten, um nachzugucken. Zum einen, ob du das installiert hast, kannst du sehen, indem du, wenn du auf der Startseite bist. Also ich kann es dir jetzt gerade nicht zeigen, weil wir natürlich gerade im Flug drin sind. Sonst würde ich dir das sagen. Also im Hauptmenü, wenn du diese Weltkugel siehst und die ganzen Aktivitäten und so weiter, dann hast du oben ja letztendlich drei Reiter, nämlich einmal diese Startseite, dann dein
Pilotenprofil und dann die Einstellungen. Wenn du da auf Pilotenprofil oben gehst, sodass du halt den zweiten Reiter erreichst, dann siehst du auch dort deinen Content Manager. Der ist da aufgeführt. Und wenn du auf diesen Content Manager gehst, dann kannst du sehen, welche Add-ons und Downloads du alle installiert hast. Ach, du spielst Xbox. Okay, aber da müsste es auch so ähnlich funktionieren. Also ich mache das auf dem PC, Xbox, das Menü habe ich noch nicht gesehen. Aber es gibt auf jeden Fall den Content Manager. Da würde ich mal reingucken an deiner Stelle, ob du den Content Manager bereits, also ob du den aufmachen kannst. Und wenn das so ist, ob da dein Download, den du bezahlt hast für Deliveries, auch runtergeladen ist. Das steht dann entweder unter noch nicht installiert. Falls es noch nicht so sein sollte und wenn alles installiert ist, dann ist alles gut. Dann musst du einfach also wenn es installiert ist, dann musst du einen neuen Flug starten, indem du dann in dieses Hauptmenü gehst, dir einen Flugplatz raussuchst, dann die Boeing 777 auswählst und dann gibt es oben links die Möglichkeit im Menü noch Flugzeuglackierung auszuwählen. Ja genau, guck einfach mal parallel rein, vielleicht hilft das ja. Ja, okay, von TUI. Alles klar. Aber normalerweise ist es so, wenn du also jetzt den Flug startest oder dir einen Flughafen auswählst, dann hast du ja die Möglichkeit, auf dieser Weltkarte, dieser Weltkugel, erstmal den Airport auszuwählen und dann kannst du ja den Abflugflughafen und den Ankunftsflughafen auswählen und links daneben kannst du ja die Maschine auswählen, mit der du fliegen möchtest. Und wenn du in dem Menü drin bist und die Boeing 777 ausgewählt hast, dann sollte es so sein, dass da drunter auch Lackierungen steht oder Liveries, je nachdem in welcher Sprache du das da stehen hast. Und wenn du dann auf Lackierungen oder Liveries drückst, dann müsste dort alles angezeigt werden, was du runtergeladen hast für diese Boeing 777. Kannst du mal gucken, ob das hilft. Wackelt dein Flugzeug? Also die Frage ist, warum wackelt dein Flugzeug immer in der Luft? Ich wiederhole das einfach mal für diejenigen, die den Chat nicht lesen. Warum wackelt dein Flugzeug in der Luft? Das ist jetzt die Frage, wie wackelt es denn? Wackelt es nur so ein bisschen? Also oh, jetzt muss ich mal ganz kurz hier die ATC wieder einschalten und mal gucken, was er gesagt hat. Übergabe bestätigen, ja. Also, Übergabe zum Flughafen Bremen, also nicht Flughafen Bremen, sondern zur Kontrolle, Luftraumkontrolle Bremen, Bremen Center, und die kontaktieren wir jetzt. Und die nehmen uns jetzt auf und sagen uns, okay, Jungs, geht weiter. Also, wir haben ungefähr, ja, fast die Hälfte der Strecke schon geschafft. Wenn wir nochmal reingucken hier, sehen wir, dass wir ja, über Schoppenstedt sind, bei Braunschweig in der Nähe. Bad Harzburg, das heißt hier links von uns dürfte gleich der Harz auftauchen, wenn wir da mal hingucken. Irgendwo hier vorne ist der Harz. Sieht auch so aus, leichtes Gebirge. Und ja, die Frage, warum dein Flugzeug wackelt, das kann entweder mit Turbulenzen zusammenhängen. Ja, du kannst mit der TUI überall fliegen. Also das steht dir vollkommen frei. Das ist ja nur die äußere Lackierung. Na, das hier ist jetzt ja Lufthansa. Die habe ich mir gekauft, beziehungsweise die kam mit diesem Flugzeug. Mit dem A320 von Phoenix Simulations. Und da sind unterschiedliche Lackierungen mit dabei gewesen. Da sehen wir auch endlich mal wieder die Chemtrails. Zieh mir eine leichte Schleife hier. Ach, herrlich. Das sieht doch gut aus.
Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Genau, und du kannst mit dem, mit der TUI-Lackierung, das ist ja nur die, wie du es anmalst, ne? Da kannst du natürlich überall fliegen, ist überhaupt kein Problem. Kannst du mal deine Energie zeigen? Was meinst du mit meiner Energie? Ah, jetzt siehst du, jetzt wackelt es bei mir auch, weil wir jetzt hier irgendwelche Turbulenzen haben, offensichtlich. Meinst du das so mit dem Wackeln oder... Ja, das Wackeln, das ist ganz normal. Das liegt einfach daran, dass da oben die Luft manchmal ein bisschen unrund ist und dass du halt ja, in Böen kommst oder in ein Luftloch und dann, ja, das ist ganz normal. Das gehört so. Ist ja, wenn du selber fliegst, dann merkst du es ja auch manchmal, dass du ein bisschen durchgeschüttelt wirst und dass du dann ganz normale Turbulenzen. So, und diesmal lassen wir uns nicht verarschen, ne? Also hier sehen wir den Pfeil, wo es nach unten gehen soll. Und wir sehen auch hier vorne nochmal im Menü. Wir sind jetzt bei Pavel vorbei. Ist hier vorne Fluglevel 32.000. So, und dann geht das nämlich auch schon runter hier bei Poder auf Fluglevel 22.200. Dreh nochmal einen weiter, da müsste dann Poder kommen. Das heißt, spätestens hier müssten wir um 10.000 Fuß gesunken sein. Das heißt, dieser Pfeil hier vorne zeigt an, dass wir an der Stelle in den Sinkflug übergehen müssen. Na? Und dann, wenn er das diesmal nicht automatisch macht, die ATC, also Air Traffic Control, dann werden wir die Freigabe nach unten beantragen. Okay. Ugo, du bist jetzt drin im Xbox und im Microsoft Flight Simulator, nehme ich an. Klappt das mit dem Menü, dass du dort die Lackierung auswählen kannst? Ach, herrlich. Guckt euch diesen Blick hier an. Gehen wir mal kurz in die Einstellung. Jetzt möchte ich mal den... Was ist denn der Flight Mode? Brightness. Die möchte ich gerne mal ein bisschen erhöhen. Genau. So, und jetzt sehen wir auch ein bisschen mehr. Good day. Also. Ah, Boeing 787. Ja. Ist aber nicht schlimm. Ist genau das gleiche Prinzip. Dann wählst du... Ah, sehr gut. Jetzt also installiert. Und dann sollte es funktionieren. Dann kannst du, wenn du jetzt den Flug auswählst, solltest du in der Lage sein... dort bei Flugzeugen auch Lackierungen auswählen und dann solltest du auch TUI auswählen können. So, hier vorne kommen wir. Paderborn, Höxter, Bielefeld. Ja, und dann geht es auch schon runter. Ne? Das, was wir noch brauchen, ist tatsächlich die ATIS Information von Köln-Bonn. Da gucke ich mal parallel in meinen Navigraph rein. Du hast, Ugo, da steht gar nichts. Also wie gesagt, ich kenn die Xbox-Anzeige nicht, aber da, wo du das Flugzeug auswählen kannst und den Flugplan quasi erstellst von A nach B, da hast du doch eine Anzeige, wo ganz, ganz viele Flugzeuge quasi angezeigt werden. Und wenn du dann die 787 auswählst,
müsste doch da auch noch irgendwo die Anzeige sein. Oder vielleicht ist auch ein Bild da, wo du das Flugzeug siehst, wie es derzeit aussieht. Also die Boeing 787. Und dann ist das wahrscheinlich so, steht da Microsoft drauf oder irgendwas. Und vielleicht kann man da irgendwie draufklicken und dann in ein nächstes Menü kommen. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie das da aussieht. ATIS ist auf 123.780. Das probiere ich mal. 123.780. Nee, da kommt leider gar nichts. Da kommt leider gar nichts. Und ich wette mit euch, ich kann jetzt auch wieder nicht anfordern, den Punkt ATIS Information. Ja, das passt soweit. So, Diversion brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Ether. RS Monitor, AC Status, Function, da ist das auch nicht. Ja, ich krieg die ATIS Information einfach leider nicht. Welche Runway jetzt gerade online ist. Arrival. EDDK. Ugo, wie meinst du das? Mit wann dauert dein Flieger? Was meinst du damit? Wie lange der Flug noch dauert? Also, wir haben, wenn wir hier mal, warte, ich probiere mal mit der Maus in die richtige Richtung zu kommen. So. Theoretisch müsste hier irgendwo meine Maus zu sehen sein. Da, genau. Und hier oben sehen wir ungefähr, wo wir sind. Und wir sind auf jeden Fall immer noch viel zu hoch. Und deswegen werde ich jetzt mal bei der... Aha. Da sind wir wieder bestätigt worden und angerufen worden, dass wir jetzt auf Langen Center einstellen müssen, also nächste Radarstation. Na Gott sei Dank, endlich geht's runter. Also eigentlich müssten wir schon auf Flight Level 220 hier unten sein. Also 22.000 Fuß. Er geht jetzt langsam runter, 260 Knoten, 255 Knoten haben wir und das passt. Ja, also der Flug selber wird vermutlich noch, jetzt gucke ich nochmal. Oh, sieht man das da oben? Hier steht, meine ich, die Ankunftszeit. Ich kann es jetzt gerade gar nicht sehen, weil es so klein ist. Ich muss das selber mal einen Ticken größer machen, offensichtlich. Vielleicht kann ich das gerade noch mal einen Ticken größer machen. Schauen wir mal. Naja, dann geht das da hinten raus. Nee, kann ich nicht größer machen.
Muss ich nochmal einstellen. Ja, ich denke, der Flug wird noch so 20 Minuten dauern ungefähr. Na, also wir gehen jetzt in den Sinkflug über. Wir haben jetzt hier vorne die Strecke. Hier sieht man das nochmal ganz gut. Nächster Waypoint ist Poda. Und da sollten wir eigentlich auf Fluglevel 22.000 sein. Dann kommt Runa oder Runa als nächster Flugpunkt, Waypoint. Da müssten wir schon auf 15.600 Fuß sein. Gucken wir mal. Da ist der nächste Punkt. Also jetzt muss es wirklich schnell gehen mit dem Runtergehen. Und deswegen werde ich jetzt beim ATC das beantragen, dass wir schneller runterkommen. Ne, können wir gar nicht. Nur Wegpunkt zum nächsten, ja, schade. Können wir nicht beantragen. Das ist wirklich sehr ärgerlich wieder, weil wir da gleich nicht dahin kommen, wo wir hin wollen. Also machen wir das jetzt wie folgt. Ich mache das jetzt einfach so, ob er das möchte oder nicht. Na, weil hier sollten wir jetzt eigentlich schon da sein. Jetzt gehen wir auf 16.000 Fuß runter. Genau, und die blaue Linie, Ugo, um deine Frage zu beantworten, das ist ein zusätzliches Programm, was ich installiert habe. Es nennt sich, wie nennt sich das denn? Sim Toolkit Pro, so heißt das. Ist natürlich auf dem PC und da kannst du deine Flugroute voreingeben und alles Mögliche vorprogrammieren und dann hast du da auch die Möglichkeit, so eine Statusanzeige reinzubringen. Ist alles dann frei programmierbar. Ich hatte vorhin noch eine andere, die hat aber irgendwie nicht funktioniert, deswegen haben wir jetzt das. Und das zeigt jetzt zumindest ein bisschen das an, was es anzeigen soll. Genau, und dann haben wir zum Glück nicht mehr so viel, was heißt zum Glück, leider Gottes nicht mehr ganz so viel Zeit, bis wir dann soweit sind. Wir sind jetzt derzeit auf ja, knapp 27.000 Fuß. Aha, siehst du, da geht es nämlich los. Jetzt sollen wir auf 14.000 Fuß runter. Ich mache die Speedbrakes mal ein bisschen rein. Ah, okay, du bist jetzt bei allen Fliegern. Dann guck mal, dass du die Boeing 787 findest. Good day. 32 Flieger, aber die Boeing 787 ist drin. Oder hast du dir die Liveries, gekauft, ohne den Flieger zu haben? Also hast du den Flieger Boeing 787 überhaupt oder hast du dir jetzt nur die Lackierung dafür gekauft? Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob standardmäßig beim Microsoft Flight Simulator die Boeing 787 dabei ist. Entschuldigung, die Boeing 787 dabei ist. Und wenn du die nicht hast, gekauft hast, die Boeing 787, dann wirst du die Lackierung gekauft haben, aber nicht das Flugzeug. Und dann hast du jetzt zwar die Lackierung installiert, aber hast das Flugzeug nicht. Das könnte eine Lösung sein oder das könnte die Erklärung dafür sein. So, wir sehen das. Es ist schon ziemlich knapp wieder, um da runter zu kommen, aber wir schaffen das. Noch sind es ja einige Meilen bis da runter. Wir gucken auch nochmal hier in unseren Bereich. Also wir landen in Köln über Kopack. Genau. Und Ziel ist, meine ich, welche Landebahn? Was hatten wir denn angegeben?
Ja, wo steht denn das jetzt wieder? Na, schaue ich nochmal mein Navigraph hier drüben. Das ist dann wieder ein bisschen einfacher. Also, das machen wir weg. Das machen wir auch weg. Und dann haben wir bei den Approaches Köln und wollten in Köln selber auf der Bahn. Rechts, glaube ich, landen. Add to route. Ja, nehmen wir Köln 32 rechts. Also können wir schon mal eingeben. Arrival. ILS 32 rechts. Und wir kommen über Arrivals, warte, Copac, Copa to Charlie kommen wir. Copa 3-2, Copa da, to Charlie. Insert. Und damit haben wir das auch. Heißt, das dürfte jetzt drin sein. Jo, haben wir drin. Passt. So, 14.000 Fuß haben wir erreicht. Gerade noch so. Gerade noch rechtzeitig. So, und jetzt gucke ich nochmal. Ja, also, Ugo, wir können gleich nochmal parallel reingucken. Wenn ich dann gelandet bin und du hast dir das Boeing 787-10 Liveries Pack Worldwide gekauft. Okay, aber hast du denn das Flugzeug auch, Boeing 787? Das wäre jetzt die Frage. Wenn du das Flugzeug selber nicht hast, dann kannst du natürlich auch das Pack nicht installieren. Das heißt, und ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob die 787 standardmäßig mit dabei ist. So, Copa Getney haben wir. 13.000 Fuß, dann müssten wir eigentlich noch ein Ticken weiter runter. Ja. Wir gehen einfach noch mal ein Stückchen weiter runter. Ist mir jetzt egal, was er sagt. Hier die ATC. Ich habe keine Lust, schon wieder zu hoch reinzukommen. Ja, okay. Also wenn du das Flugzeug nicht hast, dann bringen dir die Liveries auch nichts. Na, dann hast du jetzt zwar die Lackierung. Aber du hast nichts, wo du Lackierung drauf machen kannst. Das ist jetzt das eigentliche Problem. So, jetzt sagt er schon, wir sollen auf 7000 Fuß gehen und die Geschwindigkeit unter 220 Knoten bringen. Speed ist jetzt nicht mehr managed, jetzt haben wir es eingestellt. So, jetzt packen wir die Speed Brakes nochmal aus. Ne, Speedbrakes sind ja hier vorne, dass wir ein bisschen an Geschwindigkeit verlieren, 220 Knoten circa, weil wir wollen ja jetzt trotzdem noch weiter runterkommen. Sind immer noch mit 12.000 Fuß ein Ticken zu hoch. So, und jetzt geht der Sinkflug weiter, also 11.900. Moin moin Nico, schön, dass du reinschaust zu so später Stunde. 12:30.
Ja, gestern war auch nichts. Also gestern habe ich nicht gestreamt, da hast du nichts verpasst. Aber schön, dass du jetzt reinschaust. Wir sind kurz davor, in Köln-Bonn zu landen. Der ATC hat uns mal wieder zu spät nach unten gebracht. Aber wir geben gerade alles, um rechtzeitig noch die richtige Höhe zu erreichen. Ich befürchte ja schon wieder, dass da hinten irgendwo, also das ist hier bestimmt der Rhein, und irgendwo da muss auch der Flughafen sein. Aber wir machen jetzt gleich noch eine Kurve, das heißt irgendwo da hinten. Ach so, da ist ja der Flughafen. Good day. Also Adenauer Approach. Das ist der Flughafen. Also wir haben noch Zeit, um runterzukommen. Das ist das wunderschöne Siebengebirge hier vorne. Gut, also wir haben uns jetzt beim Flughafen Köln-Bonn angemeldet. QNH, hat er gesagt, ist 2997. Nein, ist es gar nicht. 96, hat er gesagt, habe ich doch richtig verstanden. So, und wir fliegen weiter zum Waypoint DK617. Ja, Ugo, du musst, also wenn du die Lackierung benutzen möchtest, dann brauchst du auch das Flugzeug dafür. Und wenn es die Boeing 787 für 20 Euro gibt und du die unbedingt. Tree to right. So, jetzt muss ich den Funkspruch ganz kurz hören. Okay, haben wir. Wir sinken jetzt also auf 5000 Fuß ab. Wir landen auf der Piste 32 Romeo, Anflug via Call Transition. So, jetzt wird es auch Zeit, dass der Service da hinten aufräumt. Ja, dann sieht das doch ganz gut aus. Also, wir sind noch auf 5400 Fuß. Wir haben 210 Knoten Geschwindigkeit. Morgen, Nico, ist der Landwirtschaftssimulator dran. 20, also eigentlich heute, ne, ist ja schon 1 Uhr oder gleich halb 1 ist es jetzt. Morgen um 20:30 Uhr starten wir wieder mit dem Landwirtschaftssimulator. Ja, Ugo, kannst du natürlich auch machen. Also im Grunde genommen ist es so, du brauchst das richtige Flugzeug. Und wenn es nicht mitgeliefert wurde mit dem Microsoft Flight Simulator, dann ja, musst du es dazu kaufen. Sonst bringen dir nämlich die Liveries auch nichts, die du dann gekauft hast. Die kannst du nämlich nur dann benutzen, wenn du auch das richtige Flugzeug dazu hast. Wenn du jetzt zum Beispiel für den A320 Liveries gekauft hättest, die könntest du jetzt wahrscheinlich einfach auswählen. So, hier gucken wir nochmal. Ganz fix rein. Ich gehe jetzt auch schon mal wieder einen Ticken näher ran. Wir sehen jetzt, wir sind hier bei COL vorbei, gehen jetzt auf Rarix, das ist der nächste Punkt. Da soll man auf 3000 Meter Fuß sein. Und dann sind wir schon bei 1660 Fuß und gehen dann langsam aber sicher in den Sinkflug über. Und hier sehen wir das Siebengebirge. Guckt euch das an. Siebengebirge dahinter Bonn. Ein bisschen diesig offensichtlich. Und es wird ein bisschen windiger, ein bisschen ungemütlicher. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie die Landung gleich sein wird. So. Wir haben die Speedbrake noch draußen. Das ist gut, dass er uns da erinnert. Nico, muss führen, ne? Pupsen meintest du wohl. Ja. Da hast du wohl geschurzt.
wie man so schön sagt. Ja, das ist natürlich nicht so schön und nicht so angenehm. Dann hoffe ich, dass du noch Wechselunterwäsche dabei hast. So, prima. Also, jetzt geht's los. Jetzt zählt's gleich. Jetzt zählt es gleich, Leute. Also, wir sehen hier vorne den Flughafen. Da kommt die Two Right. Jetzt kommt Folgendes für uns. So, sorry, bin ich mit meinen ganzen Dingen hier gerade mal durcheinander gekommen. So, Landing Gear geht raus. Da kommt es. So, Autopilot geht aus. Flaps. Geschwindigkeit geht raus. Da gehen wir schon mal auf 160 runter. Ja, 155 circa. Speed Brakes nochmal dazu. Wir brauchen weniger Geschwindigkeit. Oh, jetzt sind wir schon wieder so gut gewesen. Jetzt habe ich mich wieder hier verdaddelt. Ja, Overspeed, ich weiß. Also, wir sind noch viel zu schnell. Wir sind noch viel zu hoch. Nicht optimal, wir sehen viermal weiß. So, Flaps sind auf Full. Wow. Ja, wunderbar. Also, sind wir gelandet. Nicht ganz optimal, weil das jetzt zum Schluss doch nicht so gut war. So, also, jetzt sind wir ohne Landeerlaubnis sind wir gelandet. Das ist natürlich wieder ärgerlich. So, also Runway Light, Taxi Light geht on. Bräuchten wir eigentlich nicht, machen wir trotzdem an. So, dann geht die APU an. Das war eine ganz schön holprige Landung. Das Ding geht an. So, und jetzt gucken wir mal, was denn der Tower gesagt hat. Genau, sie hatten keine Landeerlaubnis. Das gibt wieder Ärger. Einstellen auf Boden. Rollen zum Gate anfordern.
So, dann gucken wir hier mal ganz kurz rein, wo wir denn stehen. Das dürfte ja hier vorne irgendwo sein. Da stehen wir, genau. Und wir sollen jetzt zu Charlie irgendwas über Alpha 3, Oscar und Alpha. Markieren wir uns wieder ganz kurz. So, also Alpha ist auf jeden Fall hier. Alpha 3 ist da. Oscar habe ich jetzt noch nicht gesehen. Gucken wir mal. Alpha 3, Oscar, Alpha. Da ist Bravo. Wo ist denn jetzt Alpha? Zu Charlie 6. Parking Stance. Gucken wir auch noch mal ganz kurz rein. Charlie 6 befindet sich hier vorne. Okay. Also merken wir uns, Airport ist natürlich wieder weg, unsere Schmiererei. Also von hier da entlang, da vorne hin. Das kriegen wir hin. Überhaupt kein Problem für uns. Würde ich sagen, geben wir Gas. Und fahren da mal fix hin. Ja, hoch die Hände, wir sind da. Ja, gut gelandet. Ich sag mal so, room for improvement, wie man so schön sagt. Das ist auch eine ganz schöne Perspektive. Wow, da hast du aber auch eine weite Strecke vor dir. Von Amsterdam nach Gibraltar. Wie viele Stunden bist du da unterwegs? Ja, wir leben noch. Das ist die Hauptsache. Da hast du vollkommen recht. Ja, hier ist das Cargo Terminal. Tja, und jetzt käme natürlich die Captain's Speech, ne? Meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass Sie mit Lufthansa geflogen sind. Die Landung war ein bisschen holpriger als gedacht, aber irgendwas ist ja immer. Wir sind nun auf dem Weg zu unserem Gate Charlie 6 und werden dort in Kürze in die Parkposition übergehen. Bis dahin bleiben Sie bitte alle sitzen. Vergessen Sie nicht, Ihre Sachen mitzunehmen und ja, warten Sie darauf, dass die Anschnallzeichen ausgeschaltet werden. Ich bedanke mich im Namen von Deutschen Lufthansa, dass Sie mit uns geflogen sind und hoffe, Sie hier bald wieder begrüßen zu können. So oder so ähnlich würde ein Kapitän das im Zweifel sagen. Ja, das Wetter ist schön, die Sonne ist da, wir haben 32 Grad. Der Zoll wartet bereits auf Sie, aber Inlandsflüge sind davon ja ausgenommen. Also gehen Sie einfach durch und genießen Sie das Wetter in Köln und oder Bonn und dann wird alles gut. Irgendwie so. So. Und jetzt können wir gleich mal gucken, wie wir denn jetzt zu Charlie 6 kommen. Vom Rollweg hätte ich jetzt gesagt, ist das hier irgendwo. Das ist Bravo. Bravo 10. Warte, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz. Oh, nee, da sind wir nicht. So, pass auf. Da ist Bravo 10. Jetzt gucke ich noch mal auf die Airport Charts, Parking Stance. Machen die mich schon wieder fertig hier, die Jungs. Please wait, loading charts. Jetzt hängt das iPad, oder was? Bravo 10. Ah, Charlie 6 ist da vorne. Okay. Also noch ein Stückchen weiter. Auch gar kein Problem. Aber da steht ja schon einer. Wir gucken mal.
Also, habe ich nichts gesagt. Wir bleiben natürlich hier weiter. Ach da, guck hier, Charlie 6. Augen auf beim Eierkauf. Wir hätten ja nur hier abbiegen müssen. Aber da sieht man mal wieder, das unterscheidet den Profi vom Amateur. Und in dem Fall bin ich halt einfach der Amateur. So, dann geht die Park Brake rein. Seatbelt Signs bleiben weiter on. Ground Power haben wir noch nicht. Heißt, wir gehen jetzt einmal kurz hier rüber. Und ja, dann heiße ich euch herzlich willkommen in Köln-Bonn. War doch ein anständiger Flug, wenn man so möchte. Jetzt haben wir die External Power Supply Versorgung. Das ist in Ordnung. Das heißt, wir können jetzt die Triebwerke herunterfahren. APU ist ja auch noch da. So, und dann wollen wir uns die Jetway kurz noch ranholen. Dass unsere Passagiere auch gleich aussteigen können. Ja, klappt offensichtlich nicht. Die Jetway will nicht. Ah, es ist so, so albern, dass das immer nicht funktioniert. Ja, Deboard. Da können wir jetzt wieder sehen, dass die Jungs schon aussteigen. Das machen die jetzt gleich auch. Warte, ich muss die Anschnallzeichen auch noch ausmachen. So, jetzt dürft ihr aufstehen. Achso, ich hatte die Landing Lights gar nicht. Ich habe sie angemacht gerade. Das ist natürlich wieder Quatsch gewesen. So, Strobe geht aus. Nav Light geht aus. Beacon Light geht aus. APU geht auch aus. Wir sind ja auf externer Versorgung. Heißt, dann können wir jetzt die ganzen Pumpen hier auch wieder ausschalten. Das ist also vollkommen in Ordnung. Brakes sind hot. Auch in Ordnung. Die können jetzt abkühlen. Brake Fan müssten wir doch auch hier eigentlich haben. Genau, da machen wir den Brake Fan mal on. Dann werden die Bremse jetzt noch ein bisschen runtergekühlt. 75 Menschen sind ausgestiegen und das hört sich doch eigentlich gar nicht so schlecht an. Ja, Nico, können wir so tun, als wärst du im Flieger? Ja, na, aber selbstverständlich. Na, und hier vom Flight Deck nochmal ein herzlicher Gruß an unseren Special Guest heute, an Nico, einmal Bayern-Fan, immer Bayern-Fan. Danke, dass du wieder mit uns geflogen bist. Flieg auch beim nächsten Mal wieder mit. Ja, mal gucken, von wo aus es dann losgeht und wo du wieder einsteigst. Ich bin gespannt. Danke, dass du mit Deutscher Lufthansa und Snoo Gaming Air geflogen bist. Ja, so können wir das machen. Und wenn du ganz nett bist, dann darfst du auch noch mal hier ins Cockpit. Dann drücke ich nämlich hier sogar mal auf den Knopf und sage, warte, Unlock Cockpit Door und dann kannst du auch gerne mal hier reingucken. So oder so ähnlich. So, es sind nur noch 20 Menschen, 18 Menschen an Bord. Dann haben wir das geschafft. Jetzt ist die Gangway auch connected. Das Gepäck wird ausgeladen, imaginär. Ja, und das ist der Köln-Bonner Flughafen. Also hat auch was, ist schön. Wir sind ja neulich von Düsseldorf geflogen und ja, so sieht der Köln-Bonner Flughafen aus. Auch dazu wird es ein Airport-Check geben, ein DLC-Review. Das habe ich mir auch runtergeladen und das hier ist wirklich, wirklich gut. Kann ich jedem nur ans Herzen legen. Also für den PC natürlich, hier einzusteigen und Spaß zu haben mit diesem DLC, weil es so, so unglaublich detailgetreu ist. Ja, und ja, es war natürlich jetzt wie immer, ne? Also wieder eine Stunde Zeit gehabt
um sich auf den Flug vorzubereiten, beziehungsweise die Landung vorzubereiten. Und dann kommst du hier an und innerhalb von 2 Minuten muss alles passiert sein und wir waren einfach viel zu spät wieder dran. Deswegen die Landung eine reine Katastrophe. Na, das hier der neue Terminalbereich, auch sehr, sehr schön dargestellt. Landung eine reine Katastrophe. Aber gut, irgendwas ist immer und ich muss mir auch Raum dalassen, um besser werden zu können. Das machen wir beim nächsten Mal. Ja, und an der Stelle danke ich euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video, mit anderen Videos, mit weiteren Streams. Morgen, wie gesagt, der Livestream Landwirtschaftssimulator 22. Und ja, das soll es dann auch jetzt gewesen sein. Ugo, an der Stelle, ja, wie gesagt, du brauchst das Flugzeug dafür, um das machen zu können. Und ja, wenn du das Flugzeug nicht hast, dann bringt dir die Lackierung auch nichts. Also ich empfehle dir, Lackierung nur für die Flugzeuge zu kaufen, die du auch tatsächlich besitzt. A320 ist auf jeden Fall mit dabei bei Microsoft Flight Simulator. Und ja, wenn du unbedingt die Boeing 787 haben möchtest, dann musst du dir die auch noch kaufen. Na, weil die ist, meine ich, nicht mit dabei. Prima. Also, ich wünsche euch eine gute Nacht und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye bye.